Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf der Talbauer. Ja, wir wollen los. Ihr merkt's. Sven hat mir wieder was geschickt, ne? Da ist jetzt ein Getriebe drin. Einfach genial, ne? Vielen Dank, Sven. Ich weiß manchmal gar nicht, wie man Danke sagen soll, ne? Das kann man einfach gar nicht zurückgeben. So, wir wollen doch schwaden. Das machen wir. Hier ist auch, glaube ich, jetzt eine angepasste Version mit Reha und alles drinne. Alles crazy, ne? Im Moment. Aber erstmal müssen wir jetzt schwaden, ne? Das ist jetzt wichtig. Dass wir unser Gras mal zusammengeschwattet kriegen. Da müssen wir den Ball noch runterholen und dies und das. Wir haben nur jede Menge zu tun, Leute. Jede Menge. Aber das wollen wir jetzt erstmal erledigen, ne? Unser Gras zu Ende schwadrullieren. Und dann dies und das. Oh, ist das genial, ey. Die mit Getriebe fahren. Und ich bin falsch gefahren, ne? Aber wer kennt's nicht bei mir? Oh, war ja auch ein toller Arbeitstag heute, ne? Es ist ja Dienstag, wo ich aufnehme. Da durfte Svenny Schrauben eintüten, ne? Immer 40 Stück in eine Tüte, ne? Boah, Alter, wie so mordig in der Murmel, wenn du nach Hause kommst. Ganz ehrlich. Wir können auch hier anfangen. Machen wir hier weiter. Wir können hoch und runter schwaden, ne? Wir schwaden hier noch einmal rum. Ein Bildchen machen? So, Abfahrt. Ne, machen wir heute in der Außenansicht. Ausnahmsweise nur. Puh. Vielleicht hätte ich doch erst die Ballen wegräumen sollen, ne? Wäre vielleicht idealer gewesen, oder? Was sagt ihr dazu? Ich habe da gar keine Ahnung von. Ja, wir hätten doch erst die Ballen da wegräumen sollen. Das wäre idealer gewesen. Dann hätten wir da besser drehen können, ne? Obwohl, wir können doch einmal hier rumschwaden. Das geht ja alles. Ist ja kein Problem, wir haben nicht Profis. Außerdem ist es besser, wenn wir so schworen. So, Abfahrt. Das ist ja schön mit RMT so ein Fergie fahren, ne? Ist ja gleich ganz was anderes, ne? Hm? Total genial, ey. Kann ich immer wieder nur sagen. Und gleich viel mehr Laune. Wir schworen hier noch einmal rum. Wieder schicki vorne vor sind. Damit das läuft. Leute, damit das läuft. Oh, da war noch Heu drin, ne? Richtig, so war der Plan. So hieß aber auch ein bisschen üselig zu schworden, ne? Gucken, dass wir die Ballen vernünftig ablegen können. Deswegen schwarmen wir jetzt hier rauf und runter. Also hin und her. Nicht rauf und runter, hin und her. Können wir dann nämlich besser die Ballen ablegen. Und sind idealer an Stissel, ne? So passt das. Bis es fertig wird. Richtig schicki vorne, ne? Boah, ist das genial.
So lobe ich mir das, Leute, ne? Richtig schickifeuni. Echt, wenn's läuft, dann läuft's, ne? Wow. Ab und zu auch mal zur Seite gucken. Oh nee, ich lass da voll viel liegen. Geht ja gar nicht. Und dann müssen wir was gegen unternehmen. Wir müssen hier lang, ne? Oh, erstmal schickifonny Silage. Damit wir da fertig sind. Aber wir sollten auch nicht immer die Hälfte liegen lassen, ne? Das kommt nämlich gar nicht gut. Dann ärgert sich der Svenny Schwarz, wenn die Hälfte da liegen bleibt. Das ist ja auch nicht richtig, ne? Und diese Talbauer-Map, die kommt von Kalle, den Supermapper. Total vergessen, ne? Kannst du sehen, ey. So, wenn ich den ganzen Tag Schrauben eintüten muss und komm dann nach Hause, kannst mit meiner Murmel nichts mehr anfangen. Und dann hat der Sven mir noch ein schönes Safe-Game geschickt. Wie von der Talbauer. Eins von ihm. Aber das kriege ich nicht ans Laufen. Da habe ich einen Lure-Fehler drin. Ne? Das, da hatte ich mich doch gerade noch alle Mann mit beschäftigt. Aber das will nicht laufen. Ne, nee, geht ja gar nicht. Und deswegen ist meine Murmel jetzt voll. Und sehen, dass wir den größten Teil für morgen fertig kriegen und dann ist heute Feierabend, ne? Was läuft hier, Talbach? Richtig schickifeini, ne? Talbauer, Talbach, Talbach und Talbauer, ne? Sorry, ey, da komme ich echt mit durcheinander. Asche auf mein Haupt, Kalle. Vergib mir noch einmal, aber ich komme da echt in letzter Zeit. Talbach und Talbauer komme ich total durcheinander, ne? Da muss ich jetzt immer tierisch aufpassen. Was ich dann sorge. Geht ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. Das war ja nicht so schön, ne? Das ist genial, ne? Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich weiß auch manchmal nicht, was mit dem Sven nicht stimmt, ne? Das ist echt so genial, dass ein Mensch sowas kann und so cool. Hammerhart, ne? Im Fergie RMT, richtig gut. Krass. Kann man immer wieder nur sagen, krass, ne? Ja. Und zwar jetzt den größten Schlepper von mit. Der ist nicht unser größter, ne? Einen großen Schlepper mit von Schwader, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Das zieht er ja so locker flockig, ne? Hat er ja gar keine Schmerzen mit. Zoom mal eben, ne? Macht ihr das doch? Perfekt, oder? Haben wir das nämlich auch gleich schön an Stissel? Eben pressen. Ja, und dann geht's gewickellos, ne? Da freue ich mich auch gar nicht drauf. Ein Ballen fahren. Ballenfahren machen wir, glaube ich, Freitagnachmittag im Stream, ne? Das ist die Mittwochsfolge. Ja, Donnerstag Presse, da können wir Ballenfahren im Stream machen, wa? Freitagnachmittag. Wäre ja gar nicht so uncool. Ja. Ich hab's Reden vergessen, tut mir leid.
Wie gesagt, meine Murmel ist gerade so ein bisschen gar. Muss jetzt erstmal kurz durchatmen, 2 Minuten Spiel und dann geht das gleich wieder. Dann passt das. Wir sind ja auch gleich fertig mit Schworn. Dann haben wir das nämlich erledigt. Das ist richtig gut. Man kaut dann nämlich den Kratzbaum auseinander. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Hat er ja gerade Spaß in der Backen, ne? Mal eben schicki vorne die Kratzbaum auseinandernehmen. Läuft bei dem. Achso, ich musste auch noch nachgucken wegen diesen ollen Kommentar, aber ich weiß gar nicht, wo ich das in YouTube finde, ne? Muss ich auch noch machen. Das wird nur ein strammer Tag. Der Markus schreibt Kommentare, die kommen nicht an. Weiß einer von euch draußen, woran das liegen kann? Dass manche Leute Kommentare schreiben und die kommen einfach nicht an. Ich hab da echt, ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal ist YouTube ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Weiß nicht, woran das liegen soll. So, Prost mal, einen Schluck Kaffee, ne? Und immer schön aufpassen, dass der Kaffee auch im Mund gelangt und nicht aufs T-Shirt, ne? Das schaffe ich nämlich auch ganz schnell. Fast durch hier, ne? Mit Geschwindigkeitsanzeige. Hier, guck. Zappelwelle ist hinten an. Oh. Man sollte auch vernünftig fahren. Klappt das auch. So. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Dann haben wir es gleich, ne? Echt perfekt. Haben wir das schon wieder fertig geschwordet? Letzten Rest kriegen wir so mit Abfahrt zum Hof. Eben den Schwader wegbringen. Mit denen ich im Weg rumschneide. Ey, die Spiegel sind so genial geworden hier, ne? So klar. So hier langsam rum. Das ist so genial, ne? Nur Fliegen ist schöner mit Getriebe, oder? Es gibt einfach nichts Eleganteres als ein RMT-Getriebe. Kann mir jeder erzählen, was er will. Dann ist er kein Shifter bis jetzt gefahren. Es ist einfach viel... auch viel angenehmer zu fahren. Macht viel mehr Laune. Da hast du richtig Spaß in den Backen, ne? Mit Reserve. Oh, oh. Aber rückwärts fahren muss er auch können, ne? Und Bremse rein. Oh, Hyundai fahren. Oh. Guck mal, der fährt sogar mit Handbremse. Ich vergesse immer nur, dass ich einen Gong weniger habe. Hängen wir den noch an der Presse an, ne? Oder ist noch mein Gewicht? Okay.
Sollte ich vielleicht auch mal wieder mitnehmen. Perfekt, wa? Erstmal die Presse noch halb kaputt fahren. Läuft. Hammer, ey. Svenny, du bist so ein Held manchmal. So, wechseln wir den Grade. Danke. Oh, wir müssen da hinten anfangen, ne? Ach komm, fahren wir eben hin. Moin, Kollege. Neuen Hyundai gesehen hier? Wir haben oben angefangen, ne? Oh, jetzt fahre ich hier totale Kacke. So Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.